playing for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. Yeah. If I yeah. Did it once, yeah. I did it again. Edit up, bankroll, you're all face of Digga, du bekommst einfach einen neuen Homie. Für mich ein ganz besonderer Tag gerade, denn es wird gerade was geliefert. Ich bin so gespannt, wie das Ding aussieht. Persönlich vom Limbecher. Eieiei. Ach du Scheiße. Was haben wir hier Schönes? Eine Husqvarna 701er. Junge, was? Was? Und, jawohl, 31. Snitchyard. Snitchy. Ey, ich bin verliebt. Kuss und Grüße gehen raus an Limbecher für diese Kooperation. Liebe geht raus. Ich würde mal sagen, Vollgas. Hüde! Es geht gerade da weiter, wo es aufgehört hat, Hüde. Bitte mich nicht filmen, danke. Bitte mich nicht filmen. Der ist nicht. Aha. Moji, einfach gestern angeschrieben. Bruder, ich bin krank. Ist doch gut. Besser ohne ihn, oder? Mein herzliches Beileid und gute Besserung. Spendi, hast du schon mal auf den Tacho geguckt? Ich muss heute richtig. Es ist viel zu früh, mir die Kamera ins Gesicht zu halten, okay? Wenn du mir jetzt noch einmal zu nahe kommst, dann hau ich dir so eine aufs Maul, dass dein Dackel zu meinem Dackel nicht mein Dackel sagt, sondern dein Dackel zu meinem Dackel nur. Ach komm, halt's mal. Der Hühner, oder? Ja! 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 100 km/h! Auf der Richtung München! Ja, ich hupe! Dreimal! Ja! 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 Was mache ich hier eigentlich? Hey, du Arschloch! Linke Spur! Dieser Vollidiot! Warum wechselt er auf die linke Spur, Alter? Boah, Digga, was ist für ein Wetterwechsel? Ich doch vorne. Oha! Das ist wie der Richtung München! Ja! Richtung München! Richtung München. Stimmt, das haben wir auch noch nicht erwähnt. Wir fahren jetzt nach München auf der linken Spur der Autobahn. Komm, dezent zu spät. Wieso? Ja, laut Navi noch 2 Stunden, Digga. 17 Uhr verdeckt. Ah, noch 2 Stunden. Chillig. Die haben gegessen, bevor wir los sind. Ich bin auf Diät und die heulen rum. Ich hab Hunger. Oh mein Gott. Wir droppen gleich. Wir ziehen die Fallschirme gleich an und droppen aus dem Flugzeug. Hierbei handelt es sich nur um eine Software. Der nächste! Sein Kopfhörer ist einfach weggegangen, der ist schwerhörig. Nö, alles gut. Klingelt er uns? Nee. Oh mein Gott, ich hab und so Schiss. Und wieder vorschieben. Oh. Oh, das tut so weh! Weil bei mir war es mehr Bizeps als Schulter, glaube ich. Ja, dann hast du es falsch gehalten. Ja. Weil hier tut es halt. Hier ja, eben. Schulter. Weil ich habe hier irgendwie gehalten. Also bei mir tut es gerade hier weh. Hier. Darf man deiner Schwester schreiben? Niemals, Digga. Ja, den merkt man. Das Geilste ist wirklich, dass man einfach hier so stehen kann und einfach mal den hier machen kann. Also nochmal, Kuss und Gruß an André hier. Ehrenmann, danke dafür, dass du mir das Ganze hier ermöglicht oder uns das Ganze ermöglicht. Natürlich, du gehst auch dazu, oder mit ihm? Du bist meiner Feind mit dir. Checkt auf jeden Fall André seinen YouTube-Kanal ab. Ja. Bester. Checkt André seinen YouTube-Kanal ab. Ja. Und in der Beschreibung verlinkt. Und du bietest ja sowas öfters an, oder? Ich mach so Eventschieden. Ja. Dann könnt ihr sowas auf jeden Fall auch beim André buchen. Nochmal vielen, vielen Dank. Es ist wirklich eine der krassesten Erfahrungen in meinem Leben gerade. Guck mal gemacht haben. Ja. Weißt du, was noch krasser wird? Was? Wenn ich mir später das Essen schmecken lasse von deinem Konto, Digga. Ja, ich bin arm. Ich bin ein Geringverdiener. Ey, du bist ganz schlecht. Wir wissen jetzt. Mein Gott. Mein Gott. Ich würde mal sagen, wir machen auch, wer näher dran
ist in der Mitte. Jetzt natürlich, ihr zwei natürlich ausgeschossen. Schade, oh, ich hätte so mit. Der zahlt das Essen heute. Der weiter weg ist vom Ziel, zahlt das Essen heute. Aber ich bin insolvent. Hier. Alles klar, ich muss schon mal nicht bezahlen, Jungs. Ich muss nicht bezahlen. Okay. Ah, ganz kurz, sind die eingeschossen? Nee. Ja, okay, ja, wie der jetzt auf Experte ja? macht. Ja, ganz kurz, hört mir die Graduation. Ja, und los geht's. Oh, guck mal, du hast zweimal fast auf einen Fleck mit einem gesehen. Ja, Mann, ja, Mann. Watch this. Oh, der war nicht schlecht. Oh, die 9, jawohl. Ich wusste, der eine war nicht schlecht. 2x7, 2x6er. 9, 2x7. Und der hat genau die Mitte getroffen, Digga. Der hat 3x8. Wie viel gibt die Mitte denn? 10 Punkte. 10. Ey, ich hab ganz komischerweise 61, Digga. Was hast du? 61. Du hast 31 höchstens, du Wahrscheinlich Snitch. Wahrscheinlich 31, Digga, ja, du Snitch. Die alte Snitch. Ja, Glückwunsch, Digga. Dankeschön. Ich lasse es mir dann schmecken. Auf deine Kosten. Uff, Bruder. Das sieht richtig gut aus. Das war ein Minus-Match. Das ist es. Alter! Was? Was? Was ist das denn, Digga? Ich hab mich... Was? Hast du die Schallwelle gespürt? Bro, ich hab die Schwallwelle in meinem Hirn gespürt. Die Schwallwelle. Schwallwelle. Hä, hey, also wirklich, das hat wirklich in mein... Also mein Hirn gefühlt hat sich gerade einfach nach hinten gefetzt. Chillig, chillig, chillig! Alter! Das ist meiner, das ist Tüte, das bist du. Nico? Tüte? Aber verschickt, dass sie den Apfelsaft in so einem riesen Glas. Ich wollte gerade sagen, mein Orangensaft ist auch in so einem großen Ding gekommen. Okay, was darf natürlich bei so einem kleinen Trip nicht fehlen? Tüte mit I Love Hot Moms. Oh. 3 Sekunden Regel. Tüte, was hast du gerade in der Hand? Nichts. Haben wir die andere Hand? Nichts. Und jetzt beide? Beide. Ja, ja. Jetzt einmal umdrehen. Nee, Hände hoch, umdrehen. So schlecht. Okay. Sehr, sehr lecker. Was mache ich? Du entzündest jetzt den Tornado. Oh, da ist was mitgekommen. Da ist nicht nur was mitgekommen, der war richtig feucht. Der war richtig feucht. Was reden wir eigentlich? Der vom Tornado. Du weißt, dass ich dir nicht wegschneiden werde, ne? Nee. Ich schneide es auch nicht. Ja, ist doch gut. Ich wollte auch mit Absicht, weil du gesagt hast, du musst entzünden. Ich habe entzündet. Und wenn man es richtig machen will, muss man es so machen. Boah. Boah. Das ist es! So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. Erstmal, ich hoffe, euch hat diese FLOG gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Video einen Daumen nach oben da. Schreibt was in den Kommentaren, hinterlasst wirklich ein bisschen Liebe da. Vlogs machen zurzeit wirklich mega Laune. Und ich möchte mal ganz kurz nochmal ein paar Worte verlieren bezüglich des Schießstandes und so weiter und so fort. Ihr habt vielleicht die Szenen gesehen mit meiner Hose, die so tief hing und alles drum dran. Das waren wirklich nur Zwischenszenen für den Vlog, damit es einfach ein bisschen lustiger wird. Auch wenn es eventuell einfach gar nicht lustig war. Dennoch haben wir natürlich das Ganze mit vollem Respekt genommen. Also wir haben definitiv keine Faxen da gemacht. Kuss und Grüße gehen natürlich auch raus an die Betreuung dort, an den André. Zwei wirklich sehr sympathische Typen und die hatten wirklich richtig gut Ahnung, war wirklich sehr professionell. Ich bin dankbar, dass das hier mein Beruf ist, dass ich sowas erleben darf und dass ich sagen kann, das ist Arbeit. Wirklich vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch da draußen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Vlog. Kuss.